Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um meine Bücherregale gehen, denn ich habe vor ungefähr 2 Monaten neue Regale bekommen und alles so ein bisschen umgeräumt und wollte euch einfach mal zeigen, wie das jetzt so bei mir aussieht. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs, Monument 14, Monument 14 Die Flucht und Die Rettung alle von Emmy Layburn, Der Game Master Tödliches Netz von James Dashner, Kein Rockstar für eine Nacht von Kylie Scott, Das Hochzeitsversprechen von Sophie Kinsella, On the Island, eine Liebe, die nicht sein darf von Tracy Garvis Graves, Weil ich Will liebe von Colleen Hoover, Wenn du mich küsst, dreht die Welt sich langsamer von Jessica Ayrard Mirsky, Beautiful Wedding von Jamie Maguire, Beautiful Oblivion von Jamie Maguire, Bis ans Ende der Welt und zurück von Ruthie Knox, Ohne jeden Zweifel von Tom Rob Smith. Und jetzt kommen so ein paar Schreibratgeber, da habe ich einmal Self-Editing for Fiction Writers, Crafting Novels and Short Stories, Outlining Your Novel, Wie man einen verdammt guten Roman schreibt, Writing 21st Century Fiction und Ready, Set, Novel. Und dann habe ich hier noch ein paar wissenschaftliche Sachbücher, einmal eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking, Kosmologie für Fußgänger von Harald Lesch und Jörn Müller, Da draußen von Ben Moore, Asteroid Now von Florian Freistetter und zuletzt Gekaufte Journalisten von Udo Ulfkotte. The Assassin's Blade, Throne of Glass, Crown of Midnight und Era Fire, alle von Sarah J. Maas, The Mime Order von Samantha Shannon, The Girl on the Train von Paula Hawkins, The Infinite Sea von Rick Yancey, The Darkest Part of the Forest von Holly Black, Red Queen von Victoria Aveyard, Fallen Kingdoms von Morgan Rhodes, An Ember in the Ashes von Sabah Tahir, Clockwork Angel und Clockwork Prince, beide von Cassandra Clare, These Broken Stars und This Shattered World von Amy Kaufman und Megan Spooner. Dann geht's auch schon weiter mit den deutschen Büchern. Einmal Eden Academy von Lauren Miller, Die Buchspringer von Mechthild Gläser, Scherbenmädchen von Liz Colley, Nacht ohne Namen von Jenny Mai Nguyen, Loom von Eva Siegmund, Blackbird von Anna Carey, Rain von Virginia Bergen, Berlin Requiem von Peter Huth, Schlusstakt von Arno Strobel, Schrei von Erik Berg, Finstermoos à la Frevel Anfang und Am schmalen Grat, beide von Janet Clark, Schwert und Rose von Sarah B. Larsen, Girl Online von Zoe Sack, Stimmen von Ursula Poznanski, Blaubeertage von Casey West, Vergiss mein Nicht, Bleib mir treu und Die Nacht der gestohlenen Küsse, alle von Casey West. Und hier unten in dem Regalbrett befindet sich mein Sommersub, The Summer I Turn Pretty, It's Not Summer Without You und We'll Always Have Summer, alle von Jenny Hahn, The Fill-In Boyfriend von Casey West, Everything Leads to You von Nina Lacour, My Life Next Door und What I Thought Was True, beide von Huntley Fitzpatrick, The Dove und Shut Out, beide von Cody Keplinger, Attachments von Rainbow Rowell, Right of Way von Lauren Barnhold, How My Summer Went Up in Flames von Jennifer Salvato Doktorski, The Moon and More von Sarah Dessen, With This Heart von R.S. Gray, Let's Get Lost von Adi Al-Said, First Love von James Patterson und Emily Raymond, Northanger Abbey, Persuasion, Sense and Sensibility und Pride and Prejudice, alle von Jane Austen. Wuthering Heights von Emily Bronte, Alice's Adventures in Wonderland von Lewis Carroll und The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Im zweiten Regal geht es dann mit englischen Taschenbüchern weiter. Einmal Word After von Susan E., Onyx, Origin und Opposition, alle von Jennifer L. Armentrout, The Lightning Thief, The Sea of Monsters, The Titan's Curse und The Battle of the Labyrinth, alle von Rick Riordan, City of Fallen Angels, City of Lost Souls und City of Heavenly Fire, alle von Cassandra Clare. Dann die Shadow Falls Camp Reihe, Born at Midnight, Awake at Dawn, Taken at Dusk, Whispers at Moonrise und Chosen at Nightfall, alle von C.C. Hunter. Dann die Pretty Little Liars Reihe, einmal Pretty Little Liars, Flawless, Perfect, Unbelievable, Wicked, Killer, Heartless, Wanted, Twisted, Ruthless, Rushed und Deadly, alle von Sarah Shepard. Dann habe ich hier einmal den Legend Schuber und Vampire Academy, Frostbite, Shadow Kiss, Blood Promise und Spirit Bound, alle von Brichelle Mead. Never Fade von Alexandra Bracken, Snow Like Ashes von Sarah Rush, In the After von Demetria Lunetta, Shadow and Bone von Leigh Bardugo, The Jewel von Amy Ewing, Mind Games von Kirsten White, The Geography of You and Me von Jennifer E. Smith, We Were Liars von E. Lockhart, The Perks of Being a Warflower von Stephen Chbosky, The Treatment von Suzanne Young, Ashes to Ashes von Jenny Hahn und Siobhan Vivian, Everything That Makes You von Mariah McStay, A Thousand Pieces of You von Claudia Gray, Pushing the Limits von Katie McGarry und The Vault of Dreamers von Cara M. O'Brien. Die Verratenen, Die Verschworenen und Die Vernichteten von Ursula Poznanski, Gelöscht, Zersplittert und Vernichtet, alle von Terry Terry. Die Bestimmung, Tödliche Wahrheit und Letzte Entscheidung, alle von Veronica Roth.
Hier, wo der kleine Eusebio steht, sollte eigentlich Ich fürchte mich nicht stehen, Rette mich vor dir und Ich brenne für dich, beide von Tahereh Murphy. Breathe und Breathe, Flucht nach Sequoia, beide von Sarah Crossan und zuletzt vollendet von Neil Schusterman. Das Labyrinth erwacht, das Labyrinth jagt dich und das Labyrinth ist ohne Gnade, alle von Rainer Wegwerth. Die Auserwählten im Labyrinth, die Auserwählten in der Brandwüste und die Auserwählten in der Todeszone, alle von James Dashner. Das verbotene Eden, David und Yuna, Logan und Gwen und Magda und Ben, alle von Thomas Thiemeier. Partials. Aufbruch, Fragmente und Ruinen, alle von Dan Wells. Kyria und Red bis ans Ende der Welt und die Rückkehr, beide von Andrea Schacht. Ashes, brennendes Herz, tödliche Schatten, ruhelose Seelen und Pechschwarzer Mond, alle von Ilsa J. Bick. Red Rising von Pierce Brown, The Diviners von Libba Bray, Endgame von James Frey, Lost Land, die erste Nacht und Der Aufbruch, beide von Jonathan Mayberry, Steelheart von Brandon Sanderson, Am Anfang war das Ende von Stefan Kaster, Oracle von Gina Rosati, Silber, das erste Buch der Träume und Silber, das zweite Buch der Träume, beide von Kerstin Gier, Alice im Zombieland von Gina Showalter, Code Black von Cat Carton und Bittere Wunden von Karen Slaughter. Wenn ich bleibe und nur diese eine Nacht von Gail Forman, Das Geheimnis von Ella und Micha, Für immer Ella und Micha, Verführt Lila und Ethan, Die Sache mit Kelly und Caden, Die Liebe von Kelly und Caden und Füreinander bestimmt Violet und Luke, alle von Jessica Sorensen, Wait for You, Be with Me und Trust in Me, alle von Jaylin. Secrets, Ich fühle von Heather Anastasio. Sterngewitter von Kim Culbertson. Liebes Ich, Verlieb dich nicht von Sarah Mnunowski. Summer of Love von Abby McDonald. Vergiss den Sommer nicht und Amy on the Summer Road, beide von Morgan Madsen. Mein perfekter Sommer von Abby McDonald. Strawberry Summer und Blueberry Summer, beide von Joanna Philbin. Das Meer in deinen Augen von Lino Munaretto. Hope Forever und Looking for Hope, beide von Colleen Hoover. Kalter Grund, Blaues Gift, Grablichter, Tödliche Mitgift, Ostseeblut, Düsterbruch, Ostseefluch und Ostseesühne, alle von Eva Almstedt. Ostfriesenkiller von Klaus-Peter Wolf, Schändung und Erlösung, beide von Jussi Adler-Olsen. Gone Girl von Gillian Flynn, Silo von Hugh Howley, Der Augenjäger von Sebastian Fitzek, Inferno von Dan Brown, Belladonna von Karen Slaughter, Eine Via Lasca von John Green, Lying Game und Raus bist du von Sabra Shepard und Nova und Quentin True Love von Jessica Sorensen. Und auch hier sind wieder ein paar englische Paperbacks. Anna and the French Kiss und Lola and the Boy Next Door, beide von Stephanie Perkins, To All the Boys I've Loved Before von Jenny Hahn, Paper Towns von John Green, The Fault in Our Stars von John Green, Never Never von Colleen Hoover und Taryn Fisher, Wicked von Jennifer L. Armentrout, If I Stay von Gail Forman, The Sky is Everywhere von Jandy Nelson, On the Fence von Casey West, Burn for Burn von Jenny Hahn und Siobhan Vivian und Fire with Fire auch von Jenny Hahn und Siobhan Vivian. Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter and the Order of the Phoenix, Harry Potter and the Half-Blood Prince und Harry Potter and the Deathly Hallows, alle von J.K. Rowling. The Sin Eater's Daughter von Melinda Salisbury, A Darker Shade of Magic von V.E. Schwab und A Court of Thorns and Roses von Sarah J. Maas. The Girl of Fire and Thorns, The Crown of Embers und The Bitter Kingdom, alle von Ray Carson. The Eternity Cure und The Forever Song, beide von Julie Kagawa. Cruel Beauty von Rosamund Hutch, The Winner's Curse und The Winner's Crime, beide von Marie Rutkowski. The Murder Complex von Lindsay Cummings, The Kill Order von James Dashner, Firefight von Brandon Sanderson, Dorothy Must Die von Daniel Page, Stone Cold Touch von Jennifer L. Armentrout, dann der Mistborn Schuber von Brandon Sanderson, Beautiful Redemption von Jamie Maguire, After und After We Collided, beide von Anna Todd, The Unbecoming of Mara Dyer von Michelle Hodkin und Magonia von Maria Davana Hadley. Grisha, Goldene Flammen und Eisige Wellen, beide von Liba Dugo. Für immer die Seele von Cynthia J. Omolulu, Finding Sky, Saving Phoenix und Calling Crystal, alle von Joss Sterling. Dann einmal der Schuber von der Edelstein-Trilogie, Göttlich Verdammt von Josephine Angelini, Phantasmen, Asche und Phönix, Arkadien erwacht, Arkadien brennt und Arkadien fällt, alle von Kai Meyer. Dark Canopy und Dark Destiny, beide von Jennifer Benkow. Die Seiten der Welt von Kai Meyer, Im Herzen die Rache von Elizabeth Miles, Letztendlich sind wir dem Universum egal von David Levithan, Noah von Sebastian Fitzek, Incarceron von Catherine Fisher, Everflame von Josephine Angelini, Die Jäger der Nacht von Andrew Fukuda, Gebannt und Getrieben, beide von Veronica Rossi, Night School, du darfst keinem trauen, Der den Zweifel sät, denn Wahrheit musst du suchen, und Um der Hoffnung willen, alle von CJ Doherty. Godspeed, die Reise beginnt, Die Suche,
und die Ankunft aller von Beth Revis. Und zuletzt die fünfte Welle von Rick Yancey. Dann haben wir hier einmal die House of Night-Reihe von PC Cast und Kristen Carr. Gezeichnet, betrogen, erwählt, ungezähmt, gejagt, versucht, verbrannt, geweckt, bestimmt und verloren. BZRK von Michael Grant, Die Welt, wie wir sie kannten, Die Verlorenen von New York und Das Leben, das uns bleibt, alle von Susan Beth Pfeffer. Obsidian, Onyx und Opal, alle von Jennifer L. Armentrout. Wenn ihr uns findet, von Emily Murdoch und Bis zum letzten Tropfen von Mindy McGuinness. Du kannst keinem trauen und Ihr seid nicht allein, beide von Robinson Wells. Und Tod 2 von Kirstie McKay, Dark Inside und Rage Inside, beide von Jane Roberts. Elemental Assassin 1, Spinnenkuss von Jennifer Estep. Dreh dich nicht um von Jennifer L. Armentrout. Dark Places von Gillian Flynn. Ich vermisse dich und Ich finde dich, beide von Harlan Coben. Verdorbenes Blut von Jeffrey Girard. Krähenmädchen von Erik Axel Sund. Treibland von Till Räther. Erlöse mich von Michael Robotham. Weit weg und ganz nah von Jojo Moyes. Grover Beach Team von Anna Catmore. Alle meine Wünsche von Grégoire de la Courte, Verliebt in der Nachspielzeit von Poppy J. Anderson, Ein Herzschlag danach und Kein Augenblick zu früh, beide von Sarah Alderson, Wie wir einen Sommer vergeblich versuchten, uns nicht zu verlieben, von Elizabeth Uhlberg und Im Pyjama um 3:30 von Gabriella Engelmann und Jakob M. Leonhardt. Von Julie Kagawa, The Iron Trial von Holly Black und Cassandra Clare, Shatter Me, Unravel Me und Ignite Me, alle von Tahereh Murphy, The Dark of the Moon von Siobhan Kerham, Ugly Love und Maybe Someday, beide von Colleen Hoover, dann der Hunger Games Schuber, den hole ich jetzt nicht raus, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children und Hollow City, beide von Ransom Riggs, The Immortal Rules von Julie Kagawa, Sweet Evil von Wendy Higgins, Stolen von Lucy Christopher, Born, Hunger, Lies, Plague, und 4, alle von Michael Grant, dann der Maze Runner Schuber, Warm Bodies von Isaac Marion, The Selection Stories von Kira Cass und The One von Kira Cass, Rush von Eve Silver, The Evolution of Mara Dyer von Michelle Hodkin, After the End von Amy Plum, The Young Elites von Mary Lou, Cinder von Marissa Meyer, Hex Hall, Demon Glass und Spellbound, alle von Rachel Hawkins. Hexed von Michelle Chris, Fire and Flood von Victoria Scott, Reboot von Amy Tintera, Alienated von Melissa Landers und Invaded von Melissa Landers, Love Letters to the Dead von Ava DeLyra, The Air von Kira Cass, The Kiss of Deception von Mary E. Pearson, Since You've Been Gone von Morgan Madsen, Landline von Rainbow Rowell, Isla and the Happily Ever After von Stephanie Perkins, Fangirl und Eleanor and Park, beide von Rainbow Rowell, Open Road Summer und The Start of Me and You, beide von Emily Lord, Rebel Bell und Miss Mayhem, beide von Rachel Hawkins, Delirium, Pandemonium und Requiem, alle von Lauren Oliver, Mystic City, Das gefangene Herr, Tage des Verrats und Schatten der Macht, alle von Theo Lawrence, Dustlands, Die Entführung, Der Herzstein und Der Blutmond, alle von Moira Young, Bitterzart, Edelherb und Extra Dunkel, alle von Gabrielle Zevin, Days of Blood and Starlight von Lainey Taylor, Die Insel von Manuela Martini, Wen der Rabe ruft und Wer die Lilie träumt, beide von Maggie Stiefvater, Sour Beach, Schwarzer Sand und Salziger Tod, beide von Kate Harrison. Verlieb dich nie in einen Vargas von Sarah Ockler, Wir beide irgendwann von Jay Asher und Carolyn Meckler, Mein Herz zwischen den Zeilen von Jodie Pickled und Samantha von Lehr, Wie viel Leben passt in eine Tüte von Donna Freitas, Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick und Der Geschmack von Glück, beide von Jennifer E. Smith, Selection und Selection die Elite, beide von Kira Cass, Der Geschmack von Sommerregen und Sternschnuppenträume, beide von Juli Leutze, Die drei Leben der Tomomi Ishikawa von Benjamin Constable, Forbidden von Tabitha Suzuma, Der Anfang von Danach von Jennifer Castle, Zeitsplitter von Kristin Terrell, Was ich dich träumen lasse von Franziska Moll, Die Analphabetin, die rechnen konnte von Jonas Jonasson, Zurück nach Holly Hill und Verliebt in Holly Hill, beide von Alexandra Pilz, Sommernachtszauber von Ellen Alpston und Gated, die letzten 12 Tage von Amy Christine Parker, Stadt aus Trug und Schatten und Nacht aus Rauch und Nebel, beide von Mechthild Gläser, Memento, die Überlebenden und Die Feuerblume, beide von Juliana Baggett, Stigmata von Beatrice Gourion, Starters und Enders, beide von Lissa Price, Mr. Mercedes von Stephen King, Ewiglich die Sehnsucht von Brody Ashton, Die Auslese, nur die Besten überleben von Joelle Charbonneau, Frozen Time von Katrin Lankas, Die Einzige von Jessica Curry, Eve und Adam von Michael Grant und Catherine Applegate und Survive von Alex Morell. Dark Village, Das Böse vergisst nie, Dreht euch nicht um, Niemand ist ohne Schuld, Zurück von den Toten und Zu Erde sollst du werden, alle von Kate Hill Johnson. Raum 213, Arglose Angst von Amy Crossing,
Spiel des Lebens von Veit Etzold, Optimum Blutige Rosen von Veronika Bicker, Bunker Diary von Kevin Brooks, Abgründig von Arno Strobel, Shipwreck von Siobhan Kerham, Beautiful Secrets, das Spiel beginnt von Lizzie Harrison, Arclight von Josen L. McQuain, Level 6 von Michelle Rowan, Escape und Hyde, beide von Jennifer Rush, Herz verspielt von Simone Alkeles, Love Trip, bitte nicht den Fahrer küssen von Lauren Barnhold, Frostkuss, Frostfluch und Frostkiller, alle von Jennifer Estep. Nachtsonne, Flucht ins Feuerland, Der Weg des Widerstands und Im Zeichen der Zukunft, alle von Laura Newman. Und ganz zum Schluss Schwarzer Rauch von Stefanie Hasse. So ihr Lieben, das war's jetzt von meinem Bücherregal. Jetzt wisst ihr, was alles so in meinen Regalen steht. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und bis zum nächsten Mal.